Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von LS19, dem Landwirtschaftssimulator. Ja, liebe Freunde, die neue Woche hat angefangen und ja, diese Woche werde ich wahrscheinlich auch keine Zeit haben, einen Livestream zu machen. Ja, viel Arbeit auf jeden Fall und so wie es aussieht, werde ich hier auch ja, mehrmals die lange Tour fahren müssen und deswegen habe ich aus zeitlichen Gründen hier keine Zeit, einen Livestream zu machen, aber nichtsdestotrotz soll es hier natürlich auch weitergehen und dementsprechend machen wir ein paar Videos im, ja, so ein Mix aus sachlichem Inhalt und Timelapse-Video. Ne? Also Timelapse-Video habe ich auch schon mal gemacht und das hat den einen oder anderen ja gut gefallen. Ne? Gut, ja, wir sind diese Woche sage ich schon, dieses Jahr sehr, sehr gut durch die Ernte durchgekommen. Wir haben dieses Jahr mehr geerntet. Das lag aber daran, weil wir die zwei Felder dazu gepachtet haben. Also 12, 13 haben wir dazu gepachtet. Und ja, das sind natürlich mehr Einnahmen, die wir jetzt haben. Ne? Also fast 5000 Euro bezahlen wir hier für die beiden Felder an Pacht. Und dementsprechend haben wir ja dieses Jahr mehr ernten können. Aber den ist. War natürlich nicht der Ertrag, der zu erwarten wäre, weil das Feld oder die beiden Felder überhaupt gar nicht gedüngt waren. Also wenn man jetzt zum Beispiel neue Felder dazu kaufen würde, würde man jedes Feld, was man dazu kaufen würde, ist jedes Feld ungedüngt. Also da ist überhaupt keine Düngestufe drauf. Und dann dementsprechend haben wir gesagt, komm, bevor wir das abernten, knallen wir nochmal eine Düngestufe drauf, so dass wir da ein bisschen mehr Ertrag rausbekommen. Und das haben wir auch gemacht. Und ja, da war einmal Hafer und einmal Weizen drauf. Und ja, da haben wir natürlich sehr, sehr viel Stroh bekommen. Und Stroh haben wir gepresst und die Ballen haben wir dann dementsprechend verkauft, was auch sehr, sehr gutes Geld gebracht hat. Ne? Ja, ein anderes Feld haben wir auch noch Weizen drauf gehabt. Feld 17 haben wir Weizen drauf gehabt. Und das meiste haben wir dieses Jahr Raps geerntet. Ne? Raps war das meiste gewesen. Und ja. Aber wie gesagt, wir haben auch gutes Geld dafür bekommen. Ja, ich habe auch schon die Jahresbilanz schon angefangen. Und so wie es aussieht, werden wir hier ungefähr 42.000, 43.000 Euro erwirtschaften. Oder beziehungsweise bleibt unter Strich übrig. Letztes Jahr war es ungefähr dasselbe gewesen. Und ja, wie kann das eigentlich sein, dass wir dieses Jahr mehr geerntet haben, aber weniger erwirtschaftet haben als letztes Jahr? Ja, ganz einfach, weil ich die Dings noch gar nicht ausgelagert habe. Wenn wir jetzt hier im Menü gucken, im Lager habe ich noch Weizen drin, dann habe ich noch Hafer drin, dann habe ich noch Raps drin. Na gut, Raps brauchen wir ja für die Schweine dann noch und den Mais. Ne? Also die drei Fruchtarten habe ich überhaupt nicht ausgelagert, also beziehungsweise nicht verkauft. Und das hat natürlich damit zu tun, weil wir im nächsten Jahr weniger Einnahmen zu erwarten haben, weil wir ja auch Brachland haben. Wir haben zwei Felder, wo wir Brachland, nee, drei, nee, vier Felder sogar, vier Felder, weil die neuen Felder, also die 12, 13, die resetten wir quasi, ne? Also das wird auch Brachland werden. Und das, ja, da haben wir ein Jahr keine Einnahmen. Und Feld 31 und 21 und 22 bekommen wir nächstes Jahr auch keine Einnahmen, weil das ja dann dementsprechend auch Brachland ist. Ne? Deswegen also bleibt der Weizen, der Hafer und der Mais erstmal im Lager. Warum? Ja, ganz einfach, weil wir haben ja gewisse Fixkosten, die wir ja im ganzen Jahr haben. Also die Fixkosten bleiben jedes Jahr gleich. Gut, durch die neuen Felder, die zwei Felder, die wir gepachtet haben, steigen die Fixkosten natürlich um fast 5000 Euro. Dann haben wir noch andere Ausgaben wie Versicherung der Schweine. Dann haben wir, na, sag mal schnell, Tierarztkosten der Schweine und Wasserkosten. Ne, Wasserkosten haben wir auch das allererste Mal gehabt. Und da geht natürlich richtig gut ins Geld. Ne? Also wir haben ja im letzten Livestream ja geguckt, was bei den Schweinen übrig bleibt. Und ja, das war ja nicht viel gewesen. Ne? Also von den 594 Euro blieben unterm Strich knapp über 200 Euro übrig. Das ist über die Hälfte gehen an Kosten weg. Ne? Und dementsprechend lohnt sich das hier nicht mit 50 Schweinen anzufangen. Ne? Das ist in der Realität aber genauso. Ne? In der Realität macht es die Masse aus. Ne, je mehr Tiere du hast,
umso mehr kannst du natürlich erwirtschaften. Und das Gleiche ist natürlich bei den Feldern auch. Ne, du kannst nicht, heutzutage kannst du nicht einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 6, 7 Feldern bewirtschaften. Da bleibt nichts hängen, gar nichts. Ne? Also wenig hängen. Ne? Und das lohnt sich auf Dauer auch überhaupt gar nicht. Ne? Und deswegen müssen wir uns nach und nach vergrößern. Aber anstatt Felder kaufen, werden wir hier Felder pachten. Das ist für uns günstiger. Ne? Also Kredit lasse ich hier erstmal noch die Finger davon. Also Kredit ist ganz, ganz gefährlich hier, einen Kredit aufzunehmen. Ja, warum? Weil wir nämlich die Kreditkosten jedes Jahr bezahlen müssen. Auch wenn wir weniger Einnahmen bekommen. Ne? Wenn wir jetzt, sage ich mal, im ganz normalen Spiel jetzt einen Kredit aufnehmen würden, dann würden wir jetzt jeden Tag Zinsen bezahlen. Abzahlen. Also die Kredittilgung, die bestimmt man dann selber. Ne? Wenn man irgendwann Geld hat, kann man dementsprechend das Geld tilgen. Aber das können wir natürlich nicht, weil die Kreditkosten jährlich bezahlt werden müssen. Ne? Das ist in der Realität ja genauso. Ich kann ja nicht einfach zur Bank hingehen und sagen, hier, pass mal auf, gib mir mal 200.000 Euro als Kredit, weil ich mir einen Kuhstall zum Beispiel bauen will. Und sage das zu der Bank, ja, das Geld kriegt er dann irgendwann wieder, wenn ich es mal irgendwann habe. Nee, ist nicht. Ist nicht. Wir müssen jedes Jahr den Kredit bezahlen. Jedes Jahr. Plus Zinsen. Ne? Und das ist das Gefährliche daran. Ne? Weil wir können natürlich das Wetter nicht beeinflussen. Ne? Wir können Glück haben, so wie dieses Jahr, dass wir gut durch die Ernte gekommen sind. Ne? Also dieses Jahr mal sehr, also war richtig gute Ernte dieses Jahr, sind wir richtig gut durchgekommen. Aber das kann natürlich nächstes Jahr wieder anders sein, komplett anders. Ne? Und da steckt man halt nicht drin. Ne? Und das Wetter kann man dementsprechend nicht beeinflussen. Ne? Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, wann man die Felder bestellt. Ne? Wenn man die Felder im Frühjahr bestellt, dann hat man natürlich auch, kann man erst im Herbst ernten. Ne? Und wie wir jetzt gerade sehen, sinken im Herbst die Temperaturen, und wenn die Temperaturen sinken und die Ernte ist nass, dann braucht die Ernte länger zu trocknen als im Sommer. Ja, und deswegen bestellen wir die Felder schon im Herbst, ja, damit wir dann im nächsten Jahr schon im Sommer ernten können, ne, weil das ist besser als im Herbst zu ernten. Ne, deswegen. Ja, gut. Ja, ob wir die Mais noch ernten können, keine Ahnung, weiß ich nicht, müssen wir mal schauen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den Mais noch nicht, oder beziehungsweise nicht mehr ernten können. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht machen können, aufgrund der Wetterlage. Ja, wir müssen natürlich auch die Fruchtfolgeplanung immer im Auge behalten. Also also die Fruchtfolgeplanung ist sozusagen unser Leitfaden, sozusagen. Danach richte ich mich dann, was ich ausgeben kann und oder beziehungsweise was ich investieren kann. Ne, danach richte ich mich. Ne, weil laut der Fruchtfolgeplanung kann ich ja dann in den nachfolgenden Jahren schon wissen, was ich an Einnahmen zu erwarten habe. Ne, also nächstes Jahr haben wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Felder Brachland. 4 Felder, wo wir keine Ernteertrag bekommen werden. Und das ist schon sehr, sehr viel. Also haben wir nächstes Jahr einen massiven Ernteverlust. Wir müssen das machen, weil wir dementsprechend die Greening-Anforderungen erfüllen müssen. Ne, das hängt mit den Greening-Anforderungen zusammen. Wir wollen ja natürlich auch die Förderung weiter erhalten oder bekommen. Ne, und ja, und das ist ja sowieso Pflicht, die Fruchtfolge zu beachten. Ne, eine gewisse Hektarzahl muss man die Greening-Anforderungen erfüllen. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, wo man von dem Greening befreit werden kann, aber das betrifft uns aber noch nicht. Ne? Deswegen, also jedes Jahr sind wir gezwungen, eine andere Frucht aufs Feld zu bringen. Also dadurch haben wir natürlich zwei Vorteile. Ne? Zum einen Vorteil haben wir, dass wir immer mehr Ertrag bekommen, weil wir die Frucht wechseln, und zum anderen bekommen wir Förderung. Ne, Förderung vom Staat. Ne, wir haben ja nur Vorteile dadurch. Ne, deswegen. Aber wir müssen immer damit rechnen, Ernteeinbußen zu bekommen, so wie das jetzt nächstes Jahr der Fall ist, dass wir 4 Felder Brachland haben. Also 4 Felder haben wir nichts drauf, und dementsprechend haben wir auch keinen Ernteertrag. Ne, und das ist schon auch sehr, sehr viel, und das macht schon jede Menge aus. Ne?
Und deswegen habe ich die anderen Fruchtsorten, wie jetzt zum Beispiel Hafer, Weizen und Mais, noch nicht verkauft. Ja, gar nicht verkauft. Weil wir müssen ja immer daran denken, wenn je mehr wir verkaufen, umso mehr Steuern müssen wir bezahlen. Ja, das ist ja natürlich klar. Ja, und das muss man dann halt erkennen. Oder beziehungsweise deswegen ist ja die Vorausplanung sehr wichtig. Ne? Ja, was ist im nächsten Jahr? Was kann ich im nächsten Jahr an Einnahmen erwarten? Was kann ich was kann ich an investieren? Kann ich überhaupt investieren? Ne? Das sind alles solche Fragen, die man. Deswegen mache ich ja auch die Fruchtplanung. Deswegen ist das ja auch so wichtig, die Fruchtplanung zu machen, dass man, damit man dann auch in den Jahren, die dann noch kommen, also in den Folgejahren, dann dementsprechend planen zu können, ne? Finanziell und auch wirtschaftlich. Ne? Deswegen. Gut. Ja, das ist erstmal der Stand der Dinge. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr werden wir sehr wenig Einnahmen haben und mal gucken, ob wir nächstes Jahr sehr, sehr gut durchkommen. Ich überlege, ob ich nächstes Jahr nicht noch mehr Felder dazu pachte, um das, um den Schaden, der dann entsteht, ein bisschen aufzufangen. Ne? Müssen wir mal schauen. Aber ich arbeite an einem Konzept, wo ich dementsprechend mich vergrößern möchte, also wirtschaftlich, also mich vergrößern möchte, auch Geld verdienen, also mehr Geld verdienen möchte, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Ne? Und da bin ich gerade dran, oder beziehungsweise bin ich überlegen, wie ich das am besten mache. Ne? Und da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und ja, also das ist eine große Herausforderung, wie ich den LS19 hier spiele. Und bin wahrscheinlich auch der Einzige, der hier den LS19 so spielt. Ich habe noch keinen gesehen, der den LS19 so spielt. Aber ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Ne? Also da wird noch also einige Überraschungen werden wir noch hier erleben. Ne? Wirtschaftlich sowie steuerlich, aus steuerlichen Gründen, wirtschaftlichen Gründen und so weiter und so fort. Ne? Hier wird noch einiges passieren. Kühe werden noch kommen. Ne? Kühe werden wir auch, müssen wir auch Tierarztkosten bezahlen. Dann die Milch bekommen wir nur 31 Cent pro Liter, so wie in der Realität auch. Ne? Und ob sich das lohnt, mit den Kühen Geld zu verdienen, ich bezweifle es, aber müssen wir mal schauen. Ne? Schafe zum Beispiel auch, wenn wir Schafe holen, werden wir auch die Tierauflagen müssen wir beachten. Dann kommen auch nochmal Tierarztkosten dazu, Versicherungskosten dazu und. Ne? Also das ist nicht so einfach hier den Landwirtschaften so zu spielen, wie ich den gerade spiele. Oder beziehungsweise wie ich ihn in den LS90 spiele. Ne? Also das ist eine mega große Herausforderung. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, da könnt ihr gespannt sein. Nächstes Video ist das Thema ja, wirtschaftliche und steuerliche Vorteile erkennen. Ne? Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man das erkennt. Und darum geht es dann im nächsten Video. Ne? Alles klar. Und dann werden wir noch die restlichen Arbeiten noch durchführen im nächsten Video. Also ein bisschen spritzen und so weiter. Ne? Und ein bisschen pflügen wahrscheinlich noch. Und ja, das machen wir dann im nächsten Video. In Form eines Timelapse und aber auch eines sachlichen Videos. Ne? Also mit einem sachlichen Inhalt und Timelapse-Video. Ne? Darum geht es dann im nächsten Video. Und ja, dann wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Abend. Und ja, wunderschönen Abend. Viel Spaß beim Knüppeln, ne? Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann könnt ihr gerne das Video liken, wenn ihr das beziehungsweise wenn euch das gefallen hat oder haben sollte. Dann werden wir uns das nächste Mal im nächsten Video dann auf jeden Fall wiedersehen mit dem Thema wirtschaftliche und steuerrechtliche Vorteile. Ne? Alles klar, ich bin jetzt mal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.